Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute Montag, wie ihr gerade gesehen habt, bei meinem neuen Intro oder bei Instagram. Wir haben jetzt einen Hund seit gestern. Da ist ein Chihuahua von der Rasse her und ist 10 Monate alt und heißt Angelo. Der ist jetzt gerade bei Lena mit im Zimmer. Der ist sehr fixiert auf die Lena. Und die Nacht ging, die erste Nacht, die haben wir seit gestern. Der hat da geschlafen bei mir. Ich habe die Tür offen gelassen. Das heißt, die Katzen haben auch bei mir geschlafen. Ich weiß nicht, ob man den Hund absperren sollte oder so. Deswegen lasse ich die Tür auf und da kann er auf Bett hüpfen. Die Katzen haben auch mit geschlafen auf Bett. Die haben rumgeschnuppert, haben halt ein Revier erstmal verteidigt, aber langsam tasten die dich an. Und wir waren jetzt beim Kinderarzt. Wir waren jetzt über 2 Stunden weg und es hat sehr gut geklappt mit den Katzen wahrscheinlich, weil es nicht so irgendwas passiert war. Und Felix und Max und Angelo standen ja vor der Tür. Und ja, viele fragen wegen der Jule. Die ist auch rumgelaufen, hat rumgeschnuppert, wer Angelo ist, ein Hund und so. Die tastet sich auch ganz, ganz langsam an, wie bei Felix damals. Wir hoffen, dass es weiterhin besser klappt. Wenn es leider nicht klappt, dann müssen wir was einfallen lassen. Weil wegen Hund werden wir die Katzen auf jeden Fall nicht weggeben. Das wäre dann schade für den Hund. Aber wir hoffen, das klappt. Mit Gassi gehen muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. Weil ich bin ja mit Hunden aufgewachsen. Und ich hatte jetzt über 7 Jahre keinen Hund mehr gehabt im Haushalt. Erstmal dran gewöhnen. Ich war jetzt gestern zum Beispiel 10:30 das letzte Mal draußen. Und heute früh bin ich gerade Viertel fünf bin ich raus. Also war ganz in Ordnung. Dann waren wir vorhin noch mal, bevor wir zum Kinderarzt sind, noch mal draußen. Und jetzt ist er 12:30 rum, gehen wir dann noch mal raus, dass wir dann gegen 18 Uhr noch mal rausgehen und dass ich dann abends wieder 10:30 zum Schluss rausgehe und das heißt morgen wieder morgen 4:45 rausgehe. Ja, ich bin ja. Die Frage ist, warum waren wir beim Kinderarzt? Die Lena ist krank seit Freitag. Und es war übers Wochenende noch nicht besser geworden, deswegen waren wir heute noch mal dort. Wir waren über 2 Stunden dort. Das ist, weil wir nicht pünktlich um 8 Uhr dort waren, aber naja. Da kamen auch teilweise Kinder dran, die nach uns erst da waren. Wahrscheinlich hatten die Termin, keine Ahnung. Und die ist jetzt bis Mittwoch krank geschrieben und dann, das heißt, am Fra Donnerstag hoffen wir, dass sie in die Schule geht, dass ich auch wieder zu arbeiten gehen kann. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann wird mit dem Hund. Wenn ich dann früh Vormittag nicht da bin. Und ich werde jetzt nicht weiter schnattern, sondern ich wünsche euch nun viel Spaß bei dem Vlog und wir werden noch Essen machen. Der hat so gemacht, wenn ein Hund gestorben ist. Was für ein Anblick. Da ist der kleine Angelo. Morgen habe ich mit dem Tierarzttermin. Ich noch rüber gucken lassen, ob alles in Ordnung ist. Und dann wollte ich versuchen, seine Krallen schneiden zu lassen von der Tierärztin, weil die doch ein bisschen zu lang sind. Weil damit machen die auch den Laminat kaputt oder die Couch, gell, mein Kleiner. Ja, der ist müde. Da ist der kleine Max. Ja. Und schläft fast neben Angelo. Und dann kommen wir zum Felix. Ew. Jule ist vorne. Mich stört das nicht, wenn die Tiere mit auf dem Bett sind. Weil dafür gibt es ja einen Staubsauger, wenn die Haare verlieren. Hä?
versuche immer dran zu tasten, aber die Katzen, die müssen sich auch noch dran nicht dran gewöhnen, mein Kleiner. Ja. Jetzt später. Da niest immer so, keine Ahnung, ob das ganz normal ist, wenn das spielt. Ja. Wahrscheinlich war das so die Krabbe an seiner Nase. Gesundheit! Deswegen wollen wir ja morgen gucken lassen von der Tierärztin. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielleicht hat er eine Erkältung. Guten Abend da draußen, gewünscht. Wir haben 10:30 Uhr, ich filme gerade mit meinem Handy. Sorry für die Qualität jetzt so. Der Hund, der pullert gerade. Es ist schweinekalt. Ich habe mich überlegt, wenn ich die Lena ins Bett gebracht habe, da gucke ich mal ein bisschen YouTube oder Fernsehen für eine Stunde. Da lege ich mich noch vor 1,5 Stunden noch ins Bett. Dann stelle ich mir den Wecker und stehe auf und bringe den Hund zum Gassi oder wir gehen Gassi für 1/2 Stunde. Und dann lege ich mich noch mal zum Schlafen. Da habe ich wenigstens 1,5 Stunden vorher schon geschlafen, statt ich jetzt bis 10:30 warten muss, von 7:30 bis die Lena im Bett ist. Das sind ja 3 Stunden, also. Und ich fühle mich müde, kaputt, aber man muss sich auch mal dran gewöhnen. Habe ich ja schon mal erklärt dazu. Der Hund. Ich muss ihn noch beibringen, dass er noch auf einer Seite läuft. Ist aber gar nicht so einfach, den Hund. Der kleine Knirps. Mal gucken, ob das klappt. Also Max und Felix schlafen mittlerweile mit im Bett. Auch wenn der Hund oben auch mitschläft. Und die Jule kommt ab und zu mal mit Rinder. Muss ich gucken, dass niemand zuguckt. Kommt ab und zu mal Rinder zum Kuscheln, zum Schreieinhalten. Also die Katzen haben ein bisschen schon dran gewöhnt an den Hund. Aber trotzdem noch total ungewohnt. Wir sehen ja, wie die Kinder erziehen. Ich pullert da nochmal. Und ich würde sagen, ich melde mich morgen früh in aller Frische wieder. Ihr könnt mir gerne unten drunter schreiben, ob ihr sowas gerne öfters sehen wollt. Wenn ich euch mitnehme zum Gassi, ob ich da euch da voll laber. Würde mich doch mal gerne wissen. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und dann bis morgen. Guten Morgen, wir haben 6:30. Wir haben heute Dienstag. Da ist der Hund, der ist müde. Wir waren schon Gassi 5:30 herum. Der hat 7 Stunden durchgehalten, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hä? Okay. Ja? Spielen wir da. Und wir lassen erstmal noch im Bett schlafen, weil erstmal da und an uns gewöhnt. Der ist so müde. Ja. Ich habe auf Instagram noch viele Bilder reingepostet. Wer mich noch nicht auf Instagram verfolgt, unten ist der Link in der Infobox. Und das ist das, mein Problem ist mit dem Katzenfutter und Hundefutter. Die Katzen können das nicht unterscheiden, dass es Hundefutter ist. Und das sollte man nicht so oft futtern lassen. Deswegen habe ich jetzt so gemacht, in Zukunft fütter ich die Katzen und Hunde getrennt. Der kriegt nämlich früh Nassfutter und abends Trockenfutter und die Katzen ganz normal wie immer. Da stehen Hund in der Küche futtere und die Katzen in der Stube alle. Da haben sie ein eigenes Reich dann. Und wenn die dann fertig sind und der Hund keinen Hunger mehr hat, stelle ich das Essen hoch. Und dann, ich muss ja auch gucken, weil der geht nämlich auch an die Katzenfutter dran. Da muss ich auch gucken, dass sie nicht gegenseitig Essen wegfressen. Wie habt ihr das gemacht, wenn ihr zum Beispiel mit Hunden und Katzen habt im Haushalt? Wie macht ihr das mit Futtern? Macht ihr das auch getrennt oder essen ihr das alles zusammen? Ich habe gegoogelt, dass es nicht schlimm ist, aber man sollte das vermeiden. Und ja,
Jetzt werden wir noch ein bisschen schlafen, dann stehen wir auch auf und dann gehen wir zum Tierarzt. Das habe ich euch ja gestern schon erzählt. Da werde ich euch dann noch auf dem Laufenden halten und dann mal gucken, wie die Busfahrt wird mit ganz vielen Leuten. Weil ich habe ja auch noch keinen Maulkorb. Entweder sagt der Busfahrer, der kann mitfahren, oder wir haben Pech, der kann nicht mitfahren, dann müssen wir einen Maulkorb noch besorgen. Das wäre schon blöd, weil wir sonst den Termin nicht schaffen werden. Ich gucke nämlich jetzt mal gleich wegen Zoo irgendwo, ob es so irgendwo noch einen Maulkorb gibt. Vielleicht sagt er, ich kann ihn mitnehmen, so reinfahren, mitnehmen, also im Bus, dass ich dann von der Tierärztin einen Maulkorb kriege. Gibt vielleicht auch wahrscheinlich. Okay, mein Kleiner. Ja, wir werden jetzt ein bisschen schlafen und dann melden wir uns später. So, wir haben jetzt mittlerweile jetzt um 9 Uhr. Wir sind vor einer Stunde aufgestanden. Wir haben alle nochmal geschlafen. Ich habe auch noch ein bisschen geschlafen und YouTube geguckt. Draußen ist auch Nebel ohne Ende. Ja, und die Fenster müssen dringend mal wieder geputzt werden. Das mache ich dann, wenn alles abgetaucht ist und wieder wärmer wird ein bisschen. Also plus gerade werden. Wir werden jetzt unsere Zähne putzen und dann werden wir auch schon losmachen. Okay. Da. Und Felix muss noch und Max und noch mein Bett rauskriegen. Warum ist jetzt hier so dunkel? Ich habe meine Haare aufgekämmt. Haarreifen einfach reingemacht. Ich würde sagen, ich melde mich dann, wenn wir wieder da sind. Wir gehen jetzt gerade Gassi. Ich muss nur Lena noch ein bisschen beibringen, weil die lässt sich von dem Hund führen, obwohl der Hund von der Lena geführt werden muss. Da zieht sie gerne an der Leine. Der Rest immer halt gleich mit. So bringe ich auch ein bisschen bei, dass er nicht so rennen soll. Der spielt gerade mit uns. Der freut sich doch mal wieder da sein. So liegt er im Bett. Richtig toll. Hört ihr das? Der muss immer niesen. Gesundheit. 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 Aus. 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 Fein. Na, aus. Aus. Lena, nicht so machen. Aus. Fein. Prima. Kriegst du Leckerli. Hast du prima. Wir sind auch wieder zu Hause. Wir waren zwischendurch mal kurz zu Hause, haben den Hund nach Hause gebracht. Und dann war ich mit der Lena in der Stadt.
Wir haben mitten in der Innenstadt. Der freut sich. Eisbahn, genau. Jetzt habe ich das Wort. Ja, ernsthaft, sie haben eine Eisbahn hingemacht und Schlittschuhe drauf gefahren. Ich habe euch ein bisschen mitgenommen, aber habt ihr dann schon gesehen. Ich konnte leider nicht so viel filmen, weil viele Kinder da rumgefahren sind. Ich wollte ja nicht nochmal Ärger riskieren. Und was jetzt nun beim Tierarzt rauskam, alles fit und munter bei dem. Ihnen geht's blendend. Ich habe nochmal Tabletten bekommen für den Entwurm, weil wir nicht wussten, wann der letzte. Oh. Wann der entwurmt worden ist letztes Mal, deswegen haben wir, muss ich heute eine Tablette noch ihnen geben. Die Krallen haben wir bei denen geschnitten. Ich muss nur ein bisschen beobachten wegen Niesen, weil er immer niest beim Spielen, warum auch immer. Ja, da freut sich gerade, dass wir da sind. Der freut sich. Da war jetzt 3 Stunden alleine mit den Katzen, also die haben nichts irgendwas Unsinniges gemacht. Vielleicht hat er geschlafen ganze Zeit, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt ein bisschen Haushalt machen, die Couch saugen und dann werden wir mit Angelo noch mal rausgehen. Und ja. Die Busfahrt hat auch gut überstanden. Kein Mucks, gar nichts gemacht, war artig, auch hat nicht gebellt oder sonst was. Der hat nur gezittert beim Tierarzt. Da war nämlich 2 Stunden war er mit uns unterwegs, weil wir im Bahnhof waren. Da habe ich einen Maulkorb gekauft. Ich weiß nicht, wie Maulkorb ist Pflicht hier im Leipzig, Straßenbahn und Bus. Aber ich habe abgelassen, weil er keinen Mucks gemacht hat und keiner was gesagt hat. Falls jemand was sagt, dann ich habe ihn immer dabei, da kann ich immer drum machen. Also kann ich nichts falsch machen, weil ich habe dann so ein komisches Gefühl, wenn ich bei denen ranmache, dann fühlt er sich so eingesperrt. Das tut mir so weh. Deswegen mache ich nur dran, wenn jemand sagt, ansonsten lasse ich das ab. Lena, hör auf. Deswegen, ihr könnt mir gerne unten drunter schreiben, ob eure Hunde oder wenn ihr Hunde überhaupt habt, ob ihr Maulkorb dran machen müsst in eurer Stadt. Ob die Hunde auch mögen Maulkorb. Er nicht. Er hat nämlich versucht schon abzumachen, aber ich muss ihn halt leider beibringen, wenn die Leute das wollen, dass ich es dran machen soll. Aber ich habe ihn immer dabei, wie ich das schon gesagt habe. Oh, ich kann nicht mehr reden. Jetzt hoffe ich, dass der Vlog euch gefallen hat mit unserem neuen Familienzuwachs. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal direkt unten runter auf den roten Button oder auf den Symbolzeichen. Dann verlinke ich euch meine letzten 2 Videos und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!